Grüß euch Leute, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr habt auf meiner Instagram-Umfrage euch einen Real Talk gewünscht und deswegen fange ich gleich damit an. Meine zweite GFL-Saison beginnt und ich bin auf jeden Fall bereit. Der Winter ist vorbei. Es waren ein paar lange Monate, es waren ein paar harte Monate und jeder ist froh, dass die Saison jetzt beginnt. Mein ganzes Team hat den ganzen Winter sehr hart gearbeitet, um so dazustehen, wie wir jetzt sind. Und wir gehen auf jeden Fall guten Gewissen in dieses Spiel, dürfen natürlich aber keinen einzigen Gegner unterschätzen, egal gegen wen wir spielen. Ich habe hart an mir gearbeitet, ich bin auf jeden Fall bereit für diese Saison und habe auf jeden Fall den ersten Spieltag vor Augen. Ich möchte im ersten Spiel alles geben, genau wie jeder andere aus meinem Team auch. Ich weiß aber auch, dass jedes andere Team alles geben wird, um am Ende im German Bowl zu stehen. Natürlich möchte man besser als letzte Saison abschneiden und darauf haben wir hingearbeitet. Jeder ist mal von Verletzungen geplagt. Ihr habt es in meinem letzten Video gesehen. Auf einmal hat die Leiste nicht so gewollt wie ich. Und das kann jedem passieren. Das Wichtige ist allerdings, dass man dann nicht aufgibt. Gerade dann darf man nicht aufgeben. Gerade da beginnt nämlich der Kampf. Der Kampf, wieder gesund zu werden. Der Kampf, voll einsatzfähig zu sein. Der Kampf, wieder im ersten Set spielen zu können. Vielleicht besser als vorher zu sein. Und darauf arbeitet jeder hin, der diesen Sport ausübt. Jeder. Es kann mal ein, zwei Trainingseinheiten geben, die scheiße sind. Es kann mal auch einfach mal ein paar Wochen geben, die scheiße sind. Es kann sein, dass der Trainer dich abfuckt. Es kann sein, dass dich die anderen Teamkameraden abfucken. Es gehört alles dazu. Ich bin ready. Bist du es auch? So Leute, das war's schon wieder mit dem kurzen Video. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns am ersten Spieltag. Haut euch rein.